Schatz, ich habe heute beim Seminar was gelernt. Ja. Was denn? Also es gibt gute Fette und es gibt schlechte Fette. Aber mach dir echt keine Sorgen, du bist eine gute Fette. Guten Morgen. Guten Morgen. Bin Ich wusste, dass der Tag hässlich wird. Aber mit euch habe ich nicht gerechnet. Echt jetzt? Tja. Boah. Bitte was? Guten Morgen, Freiberg! Halt die Fresse! Guten Morgen, ihr Zuckerschnuten! Zuckerschnute. Ey! Hast du mich erschrocken, Papa? Bist du noch am Schlafen? Schläfst du noch, Stanley? Ja. Milio auch? Ich die Augen auch nicht auf. Und Chrissy auch nicht. Nur die Hunde sind wach. Die wollen essen. Ich bin auch wach. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Ich meine doch nicht dich. Ich meine die Kaffeemaschine. Einen wunderschönen guten Morgen. Also, ich muss mich echt mal bedanken bei euch. Im Namen meiner ganzen Familie, ihr seid der Hammer, wie ihr uns so unterstützt. Ohne euch täten wir das alles gar nicht so packen. Wir haben aber auch mega, mega viel Spaß dabei, euch zu belustigen. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Ihr seid echt mega. Guten Morgen, Zuckerschnute! Wie fühlst du dich? Wie eine Banane von Affen umgeben. Echt jetzt? Kann auch einen die Laune gleich morgens verderben. Ne? Kannst du mal sehen. Ich muss dir mal wieder einen Salzkaffee machen, wa? Dann ist das nämlich besser. Aber apropos Kaffee, du könntest mir mal einen Kaffee machen, ja? Meinst du, du traust dich, den Kaffee zu trinken? Ich sehe ja, was du machst. Da kommt Pfeffer rein! Ja. Ja, du bist einfach eine wundervolle Frau. Ich freue mich aber auch, dich zu sehen und das werden wir auch machen. Egal, was meine Frau dazu sagt, wir werden uns auf jeden Fall treffen. Ich hab dich auch lieb, Mama. Angst vor mir. Was ist denn bei dir, Nierisch? Die Hunde haben Angst vor mir. Wieso? Hallo. Willst du mir jetzt damit sagen, dass ich jetzt so der Wochenende bin? So coole Haare. Ich hab die Haare schön. Ne, ich schon? Ja. Hast du die Torte? Hast du die die Torte? Steffi, warst du schon Auto waschen? Ja, jetzt. Lex, mach mal Tür zu. Oh. Steffi, ich hab das Auto gewaschen. Brauchst du ein Handtuch? Was hast du im Kofferraum? Alter Schwede, hast du wieder gar nichts heute im Haushalt gemacht? Wie sieht denn das hier aus? Willst du mich verarschen? Wer soll denn das denn machen? Sei du. Nee? Ich hab Termine. Hä? Termine? Was für Termine? Seppi-Termine. Du bist echt voll geworden. Wer hat da kann? Wir sind doch nicht reich. Das hat damit nichts zu tun. Dann hast du doch nichts. Man muss nicht.
reich sein, um glücklich zu sein. Ach so, dann ist Haushalt auch nicht zum glücklich machen sein. Da streiten sich Dilemma drum. Dilemma? Verdammt. Ich bin ein Teufel. Geh. Schatz, hast du irgendwelche Leiden? Schatz, jetzt. Was hast du heute genommen? Was hast du heute genommen? Ich weiß nicht, was du ins Essen gemacht hast wieder. Zu viel Rot, zu viel Weinsauce. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit dir nicht. Okay. Jetzt will ich's. Leute, laut einer Studie sind Männer mit Bart attraktiver als Frauen mit Bart. Papa, ja. Wollte sie eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen immer haben? Also Mama wollte ein Mädchen und einen Jungen. Ich wollte nur Netflix gucken. Was haben wir jetzt? Drei Jungen. Ich wollte dreimal Netflix gucken.